Core Gaming VS. Core Gaming VS Let's Play, let's go. Und zwar will ich euch eine App vorstellen, die schon, ja, ich glaube, schon einiges auf dem Buckel hat. Und zwar nennt die sich Contre Jour. Und ich weiß jetzt nicht, ob es eine Universal-App ist. Ich glaube aber eher nicht. Es gibt eine für iPhone und eine für iPad. Ich zeige es euch hier fürs iPad. Und ja, es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Und grafisch und aufgepasst, musikalisch, der reinste Wahnsinn. Da kann, glaube ich, nur noch World of Goo mithalten. Und ja, wer es nicht kennt, hier ist es. Und ihr solltet es, wer es noch nicht hat, direkt und sofort kaufen. Lohnt sich direkt. Benutze Kopfhörer für das beste Audioerlebnis. So, Ziel ist es, 1, 2 und 3, ja, von diesen Anomalien oder was auch immer, einzusammeln und am Ende in dieses Loch hier zu bringen. Und die Landschaft hier, die ist transformierbar, könnt ihr das sehen? Zack. Also egal wo, kann man die Landschaft transformieren. Und Ziel ist es eben dadurch, ans Ende des Levels zu kommen. So, Leute, jetzt interessiert mich hier aber noch eins. Sehr, sehr schwach. Vielleicht habe ich es auch nicht geöffnet. Meine iCloud-Dateien sind weg. Gut, macht nichts. Wir sind hier Kapitel 1, Monster. Und zwar gibt es dann hier Kapitel 2, die Nacht. Dann Kapitel 3, die Maschine. Und dann gibt es Mondlicht und den Dschungel. Vom Gameplay gibt es hier keine Unterschiede. Die Levels sehen dann nur anders aus. Und bringen auch andere Anomalien, sage ich mal. Oder halt andere Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. So, Level 2. Schauen wir uns das mal an. Und zack. Und zack. Nicht runterfliegen hier. Hier sichern wir mal ab. Na, komm schon, mein Freund. Hier gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Na, komm schon. Selbsterklärend alles, oder? Sag doch mal. Und die Grafik ist wirklich wunderbar, die Musik ist wirklich der Hammer. Also in jedem Kapitel gibt es dann noch eine andere Musik. Was ich natürlich auch noch richtig gut finde, ist die Größe. Also 23 MB und so eine Optik. Wohin? Okay, dann haben wir hier zum Beispiel Tentakel. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Also in den anderen Kapiteln gibt es dann andere Musik und andere Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Ihr habt gerade gesehen, die Tentakel hat mir die Möglichkeit gegeben, hier ein bisschen Schwung zu holen. Und zack, wer einmal das Spielprinzip verstanden hat, kommt da eigentlich ganz gut weit. Das sieht jetzt hier alles sehr einfach aus, aber Leute, glaubt mir, wirklich, glaubt mir, ich hatte Frustmomente, also es wird richtig schwer. Und da ist nichts mehr mit irgendwie mal ganz schnell das Level beenden. Bestes Beispiel hier habe ich auch am Anfang erstmal gebraucht, um das zu checken. Aber jetzt ziehen wir das mal hier so rüber. Wir wollen ja jetzt nicht gleich ans Level Ende, ne? Wir wollen jetzt ja erstmal diese Dinger hier einsammeln. So, dann ziehen wir das hier rüber. Und zack. Aber wir kommen jetzt an dieses Ding ran, ne? Und zwar machen wir das jetzt mal ganz geschickt. Na also, läuft doch. Ups, das war jetzt nix. Wir kommen jetzt hier nochmal runter. So.
Moment, machen wir hier mal alles gerade. Eieiei. So, na also. Also, dieses Spiel kann ich wirklich nur tausendmal empfehlen und ich würde euch wirklich gerne noch die anderen Levels zeigen, Mann. Die sind echt geil, weil das ist jetzt hier ziemlich grau und dunkel gehalten. Und zum Beispiel hier bei diesem Kapitel, die Nacht, schimmert alles in einem, ja, sagen wir mal, schwarzlichtmäßiger Optik. Und hier ist wiederum alles weiß, also das ist echt richtig gut. Ich muss noch mal schauen, vielleicht kriege ich meine iCloud-Daten irgendwie her, aber sieht wohl nicht so aus. Dennoch kann ich das empfehlen, es gibt wirklich sehr viele Levels und Preis kann ich euch gerade nicht sagen, ich glaube 2 Euro auch irgendwas und lohnt sich auf jeden Fall, Freunde. Core Gaming VS, let's play, let's go, bitte abonnieren, bitte teilen, bitte kommentieren, Bix, Bix, bis zum nächsten Mal.